Jo Leute, was geht? Euer Eisgame wieder am Start mit einem MT4 Gameplay und es ist wirklich lang her, oder? Ich glaube schon fast 3 Wochen. Es tut mir leid, dass ich inaktiv war, aber ich habe einfach kein Gameplay gefunden mehr und ich wollte kein spielen. Dann habe ich mal meine ganze Festplatten durchforstet und habe dann doch noch eins gefunden, aber ich glaube, ich habe das trotzdem schon verwendet. Wenn ich es verwendet habe, sorry Leute. Ja, ich weiß jetzt nicht tatsächlich was ausmachen, wenn ich Gast-Gameplays mache. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ach, mach, wenn ich Gast-Gameplays nehme und das ist dann aufgestellt. Weil es gibt manche Leute halt, die was sagen, die was Gast-Gameplays nehmen, das Server schwach sind zu spielen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Beste, aber so ein Score, so ein 24 zu 5 oder 10 Score, das schaffe ich ja zum Spielen, also keine Sorge. Und ja, deswegen meine Frage an euch, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ja, ob ich Gast-Gameplays nehmen soll oder ob der Wahl keine Videos kommen, weil ich weiß nicht, ob ich noch spielen soll, weil mir zipft das jede Runde so an. Wenn ich so einen guten Score habe, dann kommt irgend so eine Behinderung in die Lobby rein und versaut es mir wegen seinem Noob-Tube, weil das geht mir so auf die Eier. Das Beste sowieso bei Capture the Flag kommt jetzt die Mode, dass die Mine genau in die Flagge reinhauen und dass du es nie kriegst. Deswegen musst du immer vorher auf die Flagge schießen und dann kannst du erst die Flagge nehmen, weil sonst kannst du sterben. Ja. Auf jeden Fall. Ja. 3 Wochen Inaktive. Ich wollte es eigentlich eh nicht, aber ja, was soll man machen? Wenn ich kein Gameplay mehr gehabt habe und ich würde keins erspielen auch nicht, ist halt blöd. Und MC5 rückt dann eh schon ein bisschen näher, muss ich sagen. Und ja. Und was ich gleich mal sagen wollte, in die Sommerferien werde ich nicht viel auflangen können, wenn MC5 draußen ist, weil ich schätze mal, ja, wann wird MC5 kommen, ich habe keine Ahnung. Ist ja das sechste. Ja. Ich schätze mal Juli oder so, keine Ahnung. Irgendwann Juli, August. Auf jeden Fall im Sommer dann. Und am 1. August gehe ich dann arbeiten. Und da wird dann nicht mehr viel, kann ich dann nicht mehr viel hochladen, weil ich einfach dann eine Berufsschule alles bin. Und da muss ich dann lernen für die ganzen Prüfungen und alles. Und deswegen wird es jetzt nicht, ja, so übermäßig Videos kommen, kann ich euch gleich mal sagen. Aber ja, wenn ich noch nicht in der Berufsschule bin und nur arbeiten gehe, dann ist es ja einfacher, dann kann ich am Abend immer ein Video machen und das dann am nächsten Tag hochladen zum Beispiel. Und aber wenn ich dann in der Berufsschule bin, da muss ich dann lernen und da gibt es ja gar kein Internet und alles. Nur 3G und ich habe nur 1 GB frei im Monat und ja, deswegen ist es auch ein bisschen blöd. Und ja, das war eigentlich zu dem, was ich noch sagen wollte. Ich wollte ein anderes Spiel, oder wie oft sage ich einmal, da hat es mir ins Hirn geschissen. Ich wollte fragen, ob ihr Minecraft sehen wollt auf dem Kanal. Es macht gar nichts, wenn ihr es nachschreibt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ja oder nein wegen Minecraft, weil dann da mehr kommen in nächster Zeit jetzt, da war ich in der Schule nichts mehr. Von Tests oder so, also da kann ich jetzt da machen, bis auf wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin und so, da werde ich kein Video machen. Und ja, schreibt es mir das mal in die Kommentare und ich habe meine ganzen Videos einmal durchgeschaut. Alter, was ist mit euch los, Leute? 2400 oder so Aufrufe bei Angry Birds. Epic Let's Play S1, nur S1, Alter. Mit 180 Abonnenten über 2000 Aufrufe habe ich. Die Aufrufe sind mehr als wie der Metro, was der bei einem MC4-Video hat, Leute. Ja, wenn es gut ausgeht. Ich habe mal seine Views angeschaut. Also MC4-Video hat er mal so 1800, 1700, 1900, 2000 gibt es ja auch schon. Und ja, finde echt krass von euch, Leute. Und ich habe eigentlich schon fast, naja, gewettet kannst du nicht sagen, aber ich habe mit Düse mal geredet, glaubst du, werde ich noch die 150 Abonnenten schaffen, bevor MC5 kommt und alles. Und Leute,
Ich habe es fast geschafft, 141 Abos. Und ja, ich habe es eigentlich gar nicht verdient, muss ich sagen, weil ich war fast 3 Wochen inaktiv und es hat trotzdem Leute gegeben, die was mich nicht deabonniert und die was mich abonniert haben. Und ja, ist eigentlich richtig geil, ja. Und was ich noch sagen wollte, es hat ja auch Abonnenten, ja, wie nennt man das? Abonnentenlöschen geben, die inaktiven Abonnenten. Und es habe ich ja gar nichts gesagt. Und das von, ah, wohl, ich habe es glaube ich auf Twitter gepostet. Nein, meine Ballerino-Gruppe habe ich es eigentlich gepostet. Und mich wundert es echt, dass ich keine verloren habe. Ich habe nur auf einmal halt 146 gehabt, da habe ich, na, 100, warte mal, 145 Abos habe ich nur mal gehabt und 147 habe ich, bevor das Abonnentenlöschen war, habe ich gehabt. Und ja, ansonsten waren es nur 145, ich meine, 3 Abonnenten sind nicht so viel. Ich hätte mir gedacht, ich verliere 100 Abonnenten oder so, oder nein, 100 ist übertrieben, aber so 80 Abonnenten, weil, wenn ich jetzt mal auf meine Views schaue, wenn ich ein Video hochlade, kriege ich so in einem Tag so die 60, 70 Aufrufe. Und erst später, jetzt habe ich bei einem letzten Video, wo das meiner komplett 5 Dings drin ist, da habe ich 95 Aufrufe. Das ist schon besser. Aber ich will jetzt auch gar nicht meckern über die Aufrufe. Auf jeden Fall, mich wundert es, dass nicht so viele Abonnenten gelöscht worden sind von mir. Und ja, was mir jetzt so richtig anpisst, ist, dass Mortal Kombat 5 jetzt so einen orangen Schriftzug hat, weil ich habe mein Kanalbanner ist jetzt schon mit Mortal Kombat 5, ist das jetzt schon grün, Alter, und das zipft mich so an. Und ich glaube auch nicht, dass ich es ändern werde, weil ich habe die ganzen Hintergründe nichts mehr und alles. Ist ziemlich nervig, aber ja, scheiß drauf. Und ja. Auf jeden Fall, ich werde dann schauen, dass ich irgendein anderes Spiel finde, wenn es nicht Minecraft ist. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ich Minecraft machen soll oder nicht. Wenn es interessiert. Ich werde auch nicht so jetzt da Let's Play machen, wenn ich jetzt irgendwo baue. Ich mache jetzt so Syndicate Games. Das ist so 1 zu das 1, wo auf der Welt Kisten verteilt sind. Und die Kisten sind Bogen, Schwert, Rüstung und alles ist da drin. Und wenn ich dann zum Beispiel ein gutes Schwert habe, dann kann ich schon mal den suchen und dann können wir gegeneinander fighten. Also das finde ich eigentlich recht geil, den Modus. Und lasst mal einen Kommentar da, ob ihr das geil finden würdet. Dann werde ich es machen. Und ja, das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Ich habe eigentlich schon gedacht, Clash of Clans, aber das wird zurzeit langweilig, schätze mal. Ich kann das einmal alles probieren, ich kann einfach einmal ein Review machen drüber oder so, der was das wirklich nicht kennt, aber das müsste fast jeder kennen, Clash of Clans, das ist, glaube ich, eins der beliebtesten Online-Spiele, jawohl, Mortal Kombat ist auch sehr beliebt, aber so von jetzt, von Farmen her, ist das, glaube ich, weil da, ja, ich sag's euch einmal, ich werde mal einen Part machen. Auf jeden Fall, ja, lasst eine Bewertung oder einen Kommentar da, schaut bei Twitter und Ballerino vorbei. Und wenn ihr mal keine Videos macht bei iOS Gamer, schaut auf jeden Fall bei CrispLB vorbei. Ich soll jetzt kein Push sein, das ist ja mein Kanal, aber da mache ich heute nur Minecraft und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also ja, ich bin raus, Leute, ciao.